Insgesamt gucken 4 Leute zu. Ich war halt gestern total verwundert, weil es nach langer Zeit mal wieder Euro Truck Simulator angeschmissen und es kamen die Leute dann nach und nach rein. Meistens hast du um die Morgenstunden, ne, hast ja gesehen gestern, dass die Leute alle aufschlagen. Aber dass Euro Truck Simulator noch so gut ankommt, hätte ich nicht gedacht. Ein schlechtes Spiel ist das nicht. Ist es auch nicht, definitiv nicht. Dann bringe ich auch ein bisschen Laub noch mit. Mach das. Kannst ja den ganzen Baum wegmachen. Guck mal eben, wie viel Holz ich noch hab für Treppen. Glaube, ein bisschen was hatte ich Braucht man auch in nämlich. irgendeine Truhe reingetan. Grind braucht man dafür. Donruts und Woodslabs. Erdpilze. Braune Pilze und so auch auf jeden Fall mitnehmen. Braucht man nämlich später auf jeden Fall. Rote kannst du eigentlich auch immer mitnehmen, genauso wie hier Blumen von Bäumen. Oh, nicht weg. So. Du. Und Extraktoren hoffe ich reichen erstmal. Voll im Crafting waren. Naja, man braucht sie ja, ne? Aber diese Hohlenbaustämme, die kenne ich auch noch nicht. Die sind auch ziemlich neu noch, oder? Es geht, die sind auch schon eine Weile dabei. Okay. Dann kannst du mal sehen, wie lange ich Aber schon ist auch nett vorgespielt habe. gemacht. Was bist du? Oh, das gleiche wie in Rot. Yeah. Schwein. Woraus war Schwein nochmal gemacht? Check. Das, was du bestimmt auch noch nicht kennst, brauche ich auch noch. Könnte dir vielleicht gefallen. Hier ist so ein Prozessor, Old Data Chip, Gunpowder. Mal lesen, was beim Data Chip beisteht. Experimental Sit. Oha, na lecker. Sind halt eben so kleine Gimmicks. Ich hoffe, dass ich mir selbst nicht die Chips irgendwann einbauen kann, weil dann würde ich irgendwann in der Ecke sitzen und nur Würmer essen. Also laut dem Chip hier. Naja, das sind eigentlich sozusagen Tagebucheinträge. So, jetzt tausche ich mal kurz das Teil aus. Zum Bäume fällen reicht das ja hier. Aber den Kistenspawn, den haben sie aber drunter gesetzt. Weil meist hast du nach der ersten Nacht schon massig Kisten überall stehen gehabt. I, was ist das? Lass mich in Ruhe. Du leuchtest. Oh, es Was brennt! denn? Oh. Was brennt? Es ist hinter mir her. Wenn es so bläulich ist, ist es aggressiv und kommt eigentlich unter der Erde.
Richtig, ich bin gerade irgendwo runtergefallen. Aber es Perfekt. mag Sonnenlicht nicht. Okay. Und im Sonnenlicht verbrennt sie halt eben. Okay, ja, dann gehe ich wieder zurück. Alles klar. Es ist im Grunde genommen so ein normales Schwein von oben, was aber aggro ist. Wo ist denn das jetzt hin? Auf jeden Fall diese Bienenwaben, die bringe ich auch mal mit. Von denen brauchen wir auch einige. Oh, da war was Blaues. Sehr gut. Wenn du so eine Bienenkönigin noch findest, so da rausbekommst, ist das richtig genial. Das wird aber, denke ich, mal mit Glück zu tun haben, denn, oder? Dass du so eine Bienenkönigin kriegst. Ja. Also Einfach Masse. in der Regel hat man meist eine, aber es kommt natürlich auch vor, dass du keine rauskriegst. Und sie wachsen auch nur auf Laub. Kannst aber später dann einfach so eine Laubplattform machen und dann die Bienenkönigin da draufsetzen und die macht dann auch Honig. Hey, ich habe die Dinge doch gerade eingesammelt. Bin ich jetzt blind? Meinst du, ich sehe jetzt gerade den Honig, also beziehungsweise die Bienenwaben? Tse. Muss ich nachher mal in Ruhe machen. Die haben im Inventar eine andere Form. Und manchmal hast du sie nicht in dem Inventar, sondern unten bei dir in der Leiste drin. Und da sind die auch. Ah, hier genau diese Pentagramme, so ungefähr. Sieht aus wie hier Mais. So Sechsecke. Holzstufen fehlen mir jetzt nur noch. Gibt es eine bestimmte Obergrenze an Stacks, also praktisch an den, wie soll ich sagen, Klumpen, die du im Inventar haben kannst, zum Beispiel 99 von Bedrock oder keine Ahnung was? Ja, aber ich glaube, die Grenze ist recht hoch. Okay. Neunundneunzig könnte eigentlich ganz gut sein. Können wir bei Stein ausprobieren, da habe ich nämlich noch einen 8. Mach ich dann gleich, wenn ich runtergehe. 85 Ashwood Leaves, ja, sehe ich gleich auch dann. Und Steintreppenrezept gelernt. Das ist noch ein bisschen teurer. Ich drücke immer I, weil ich es ins Inventar will. So. Ja, 99, Tatsache. Hat ja so ein bisschen was von Stargate, wenn ich ehrlich bin. Was genau? Dieser Handschuh, den du dir einfach überziehst und praktisch so übermenschliche Fähigkeiten wie Einsaugen oder so hast. Ach so, hier von den Goa'uld. Genau. War aber eher zur Gedankenkontrolle. Oder zum Dominieren, könnte man eher sagen, gedacht. Ich dominiere ja auch über die Blöcke. Ja, du zwingst ihnen deinen Willen auf, ne? Richtig. Was auch sehr schön ist, nicht so wie bei Minecraft, der Charakter geht aktuell wirklich in die Knie, wenn du springst oder so.
Okay. Lauf mal und spring. Kann ich irgendwie die Ansicht ändern? Außenansicht oder was? Ja, genau. Oh, Drück mal Crouch. O. Oh, okay. Hä, der geht aber wieder in die normale Perspektive zurück, wenn ich mich bewege. Wie bescheuert ist das denn? Ist halt eben, damit du ein bisschen gucken kannst oder ein Bild vormachen kannst, keine Ahnung. Ich bin eine Ewigkeit an so einem Baum hier dran. Später geht's leichter. Mit einer größeren Energiezelle geht's schneller. Und spätestens bei Diamant merkst du bei Bäumen und so gar nicht mehr, dass die Energie runtergeht. Okay. Boah, das ist ja fast in die Hose gegangen. Das schlecht. Wischst es weg. Und ja, drauf gekommen, sehr gut. Was haben die Dunkelheit etwas erhöht? Wie meinst du die Dunkelheit? Wenn du eben nicht ausleuchtest, ist es ziemlich dunkel, ne? Ach so, ja. Und zuvor konntest du eigentlich noch ganz gut noch sehen, sag ich mal. Okay. Gibt es auch eine Möglichkeit, um Bäume nachwachsen zu lassen? Ja, du kannst aus den Blättern auch Setzlinge rauskriegen. Okay. Müsste man sich eigentlich mal just for fun so Bomben bauen und gucken, ob man damit einen Baum in die Luft jagen kann. Es gibt Bomben und die machen auch Schaden. Den hast du nicht ausgestellt. Na, ich meine jetzt so im Sinne von, du haust ein Loch irgendwo rein, legst da eine Bombe rein und die Bombe erledigt praktisch den Rest. Du brauchst es nicht abbauen, sondern einfach nur einsammeln. Ich glaube nicht, dass es das so gehen wird. Okay. Aber es gibt später hier, ich weiß nicht, wie weit runter du dich schon mal gebuddelt hattest. Ehrlich gesagt noch gar nicht so weit. Aber es gibt dann noch so etwas wie Cursed Earth und so weiter. Verfluchte Erde, wo du selber auch Schaden noch bekommst, wenn du drauf gehst. Okay. Nicht ganz so schön. Also ich gucke, dass ich schnellstmöglich nach Hause komme, weil es wird duster. Drück mal T. Teleport. Ah, Ja, okay, sehr gut. ist von deinem Respawn-Beacon. Und du kannst auch einstellen, ob auch andere Leute das benutzen können sollen oder nicht. Ach so, das war das vorhin. Da hat mich nämlich gefragt, ob ich dich praktisch da runterlöschen soll und für mich verwenden, so ungefähr, weißt Okay. du? Dass die alle so auf dem Mad Max-Trip sind. Naja, es ist aktuell eines der neuesten Spiele. Mir fehlt da ein bisschen halt der Multiplayer, bin ich ehrlich. Oh, ich glaube, das Thema hatten wir ja gestern schon. Bei Bannerstars gibt es momentan einen Multiplayer. Ich weiß nicht, ob du mit Bundles bewandt bist oder nicht.
Ja, die bieten praktisch wöchentlich neue Pakete an. Da sind manchmal richtige Schmuckstückchen bei. Könnte jetzt zum Beispiel Simulationspaket sein oder PvP-Paket. Das Schöne ist, die haben auch manche Bundles, die etwas älter sind, immer noch drin. Und andere wiederum kommen dann immer wieder mal. Ja, weil sie halt gut angekommen sind, denke ich mal. Du sparst bis zu 97%. Wobei ich auch sagen muss, bei manchen Spielen ist der Preis oder die Preisvorstellung von denen einfach lächerlich. Das hast du aber überall. Wenn ich mir mal so angucke, es gibt da so RPG-Maker-Spiele, die bei Steam für 20 € verkauft werden. Ja, jeder versucht irgendwie seine Kohle rauszuschlagen, keine Ahnung. Ich habe hier massig Kohle-Notes. Your inventory is full. Ich sehe mir da die Super-Extraktoren doch ein bisschen zu schade für. Voll das Geräusch. Wuh. Einen Rucksack kann man bestimmt auch irgendwie vergrößern, oder? Nee, das kannst du nicht. Okay. Aber an sich, wenn du zu zweit spielst, kann ja einer seinen Teleporter in der Base lassen. Und der halt eben dann in der Höhle ist und so weiter, setzen sich in die Höhle. Dann kann er ja auch hin und her teleportieren. Das stimmt. Jetzt brauche ich mir erstmal ein besseres Schwert. Und später hast du ja eh einen Teleporter. Ich hatte das dann so gemacht, dass ich immer einen Teleporter dabei habe. Mit den Sachen, um dann wieder zurückzukommen. Mal ein bisschen loswerden. So, das kann hier rein, das kann hier rein. Haben wir das Kannst du mal hier? gucken, wie tief ich schon gebuddelt habe. Ah, ich komme sofort. Das kann hier rein, das da rein. Na, da sagst du, was sagst du recht, Schatz? Hier mit rein. Du bist vorne in diese Höhle reingegangen, ne? Einfach Haus raus und runter. Da die Treppe, alles klar. Ja, nee, ist klar. Jung, 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 jung. Hast du ein wenig Langeweile? Bei der Kohle wollte ich Was die nicht? Extraktoren nicht verschwenden. Weil Obsidian wäre da doch etwas besser. Für weitere Extraktoren. Krass. Das ist schon ein Stück, das stimmt. Hier keine Stufen. Doch, gibt So es. buddel ich mich halt nach unten und komme dann eigentlich auch meistens auch an die Ressourcen. Ist langweilig. Bitte? So langweilig. Blum, 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 blum.
Wie muss ich denn wieder hochkommen? Ich habe keinen Bock, mich jetzt schon wieder zu teleportieren. Hier, das sind Stufen. Mit teleportieren wärst du schneller. Durchaus. Ich muss ein paar Stufen mal machen. Okay. Die brauche ich. Ich habe das Rezept für Salz. Okay. Es gibt hier auch irgendwo bösartige Monster. Wenn du runterkommst, sag Bescheid, dann setze ich meinen Teleporter hier unten hin. Ja, ich werde jetzt nach und nach mal mit den normalen Extraktoren runterkommen und